Das nehme ich einfach mal auf, okay. Ja. Spontane Aufnahme, falls wir das schaffen sollten, dann sind wir einfach Götter. Arne, die Hand. Nicht zu mir laufen, Arne, der ist gerade noch auf dich gefokust. Ich glaube, Aerosmith macht sehr wenig Schaden. Ich nehme lieber Dings. Tusk. Tusk macht mehr Schaden. Oder die Bubbles. Stimmt, Alter, die Bubbles, die machen am meisten Schaden. Okay, jetzt habe ich keinen Hammer mehr. Oh Gott, Arne, pass auf. Okay, meine Dings machen so wenig Schaden. Schnell Hammern atmen. Also das kann ich nur mit den Handschuhen. Oh Gott. Fliege in meine Bubbles rein. Das schaffen wir halt sogar noch. Fingernägel, los. Will immer sterben. Nicht mehr viel. Ja. Yeah. Nice. Ja, damit herzlich willkommen zur dritten Folge Terraria. Terrarias Bizarre Adventures. Gut. Keine Ahnung. Unser JoJo-Projekt mit Stance und. Oh, wir bekommen jetzt sogar Tier 2 Lootbags. Oh, das ist nice, stimmt. Ich habe noch keinen bekommen. Arne hat jetzt einfach spontan Skeleton gespawnt, deswegen fangen wir jetzt gerade hier an. Okay. Ja, okay, das lasse ich noch durchgehen. Auf jeden Fall haben wir jetzt Skeleton schon besiegt in der dritten Folge. Was heißt, dass wir jetzt erstens hier rein können. Das heißt auch, dass wir einen nicen Loot bekommen könnten. Da wir Skeleton schon jetzt haben, sollte jetzt in unserer Welt, nach dem, was ich gelesen hatte, irgendwo im Corruption Biome spawnen, die anscheinend meistens so ein Meteorit gelandet sein, der Standmaterial hat. Da das jetzt eine sehr spontane Aufnahme ist, Leute, haben wir jetzt gerade auch noch keine neuen Sachen zum Stand-Dingsen, aber ich hoffe einfach, dass im Laufe der Folge der Meteorit spawnt. Das wäre natürlich sehr angenehm. Unser Haus ausbauen werden wir eventuell auch mal irgendwann machen. Ja. Ja, irgendwann dann. Irgendwann mal. Ach ja, wie sucht man überhaupt jetzt nach Items? Wir haben ja diesen Ich-kann-Items-suchen-Mod drin. Musst du den Hotkey festlegen und dann kannst du suchen. Ah, okay. Unser Höllenstein, dafür müssen wir erstmal Welten versammeln. Noch Statuen rein. Ich bin fast tot. Ja, dann. Dann werde ich das mal machen. Später! Okay, ich habe mich hier irgendwie durchgebuggt. Ich komme jetzt nicht wieder rein, aber egal. Ich komme mal zu dir runter. Wo bist du, Arne? Ach, da unten. Arne! Schon hier voll ausgestattet mit allem, Alter, und ich hab so gar nichts. Ja. Stand, aber. Das hab ich halt nicht. Ja. Also doch, ich kann's sogar inzwischen benutzen. Oh, guck mal, Lebenskristall. Oh. Noch einer da links. Kann ich den haben? Einen davon zumindest. Muss ja runterkommen. Du willst mir den nicht mitbringen. Ah, ne, hier ist ein Lootbag. Tier 2. Ja. Komm her. Tier 2. Hol ihn dir, Arne. Hier. Ja, wie viele Dinger sind hier und wollen mich essen? Warte mal, ich muss mich hier kurz selbst retten. Wir können durch Wände nicht durch, ne? Ja, aber ich bin nicht komplett zu. Weil ich muss irgendwie noch mit dem Flugzeug raus. Die können auch nicht durch zwei durch. Passt schon. So, kannst anfangen. Heftigster Bosskampf incoming, Leute. Weltenfresser ist erwacht. Sieht mich schon nicht mehr. Will-to-Control habe ich bekommen. Was hast du bekommen? Mehrere Wills to Control. Ah, okay. Das ist ja nice. Vielleicht mehr. Ein Mikro setzen, damit man nicht hört. Ja, nee, das war nur ich undeutlich. Ja, aber trotzdem. Das ist, glaube ich, besser. Ich auch nicht so scheiße. Ja, also der spannendste Bosskampf in ganz Terraria ist hiermit beendet.
Immer so richtig spannend. Ist so. Jetzt töte ich hier die ganzen Dinger hier oben ab, dass ich jetzt auch wieder normal leben kann. Du ab. Ja. Ich hab was für dich, das passt richtig gut zu dir. Was? Ich guck jetzt. Aua, ich bin schon wieder reingefallen in das Kackloch hier. Bis zum Anfang vom Dschungel. Hier ist ein Meteorit, aber das ist ein normaler, der hier gelandet ist. Na, dann habe ich den wenigstens schon mal. Das Ding ist gerade eine Recall Potion benutzt. Ah. Ich habe den Meteorit gefunden. Ich hoffe, die Musik, die da erscheint, ist nicht copyrighted. Okay, Stray Cat. Fliegen wir am besten nicht mehr zu den Meteoriten, weil sonst spawnen die da, wo der Spieler steht, die Köpfe. Ja, ich sehe es gerade. Ich bin solo. Wie sieht's aus? Kann ich den abbauen? Nein. Ich würde sagen, nein. Mit einer Kupferspitzhacke wird man das nicht können. Das ist richtig. Ich habe eine Eismaschine bekommen. Das ist doch mal was Nützliches. Eine Eismaschine? Ja. Aber die Musik ist richtig laut hier. Ich habe ein Kobaltschild bekommen. Aus meinem komm ins Pinker Team. Komm ins Pinker Team. Komm ins Pinker Team. Hi. Nice. Die Musik geht richtig ab. Ja. Was? Oh. Ich kann es auch nicht abbauen, auf Schwellenstein. Mist, Alter. Warte. Oh, das könnte klappen. Oh ja. Gib mir auch Bomben, bitte. Iron Meteorite. Oh Gott. Das war nicht so gemeint, Arne. Ja, sorry. Bin nicht so gut mit. Oh Gott. Kommunikation, weißt du. Was ist, wo bin ich? Unten. Ja, das ist mir auch aufgefallen, danke. So, ja, hier ist ein Zombie. Da ist eine, irgendwas. Nice. Okay, so klappt es natürlich auch, wenn man einfach Bomben hat. Die Musik geht richtig ab hier gerade. Na dann. Mal sehen. Guide, erzähl uns, was man daraus machen kann. Viral Meteorite. Viral Meteorite Barren in Schmelzofen, okay. Das kann ich. Ich auch. 69, und was kann ich mit... Alter, Rüstung. Was? Ja, Stand Arrows kann man sich herstellen. Oder Viral Cup... Oder Rüstung. Was macht die Rüstung? A suit of armor made from a mysterious meteoric alloy powered up by strange virus provides 3% stand damage boost. Okay, die ist also, die Rüstung ist für Stands gut. Da wir aber noch nicht so viel haben, oder wie viel Barren hast du, Arne? Oh, man kann für einen Helm entweder sagen, ich will mehr Schaden. Oder ich will weniger Schaden, aber mehr Geschwindigkeit und einen größeren Radius. Das ist natürlich auch geil. Also kann man noch nice Sachen machen. Aber wie viel Barren hast du? 70. 70, okay. Dann ich könnte die ganze Rüstung machen. Dann lass doch sagen, wir machen uns eine Stand-Rüstung und ich mache aus meinen Barren Stand-Pfeile. Okay. Dann je nachdem, wie was wo benötigt wird, können wir das ja dann aufteilen. Und ich will den Radius größer haben. Scheiß auf den Schaden. So, mal sehen, wie viel kann ich mir machen. Fehlen noch 10 Barren. Ich bin blöd. Das wird dann ein fettes Stand-Pack-Opening nächste Folge, Leute. Aber das war's mit dieser Folge, Leute. Wenn ihr gespannt aufs auf Stand-Opening seid, dann wartet bis zur nächsten Folge, bis wir dann ein paar Stands haben und womöglich auch mal ein paar nicere. Obwohl Aerosmith und so auch schon ganz nice sind, aber dann hat Arne auch immer einen neuen Stand. Und alles natürlich ohne den Elis, der kommt dann vielleicht irgendwann später mal im Laufe des Projekts dazu. Wird dann überrumpelt mit Zeug. Aber egal, bis dahin. Tschüss, liken, teilen, abonnieren, Glocke aktivieren und teilen. Und ja, Arne. Ja.